Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute, am 1. März, ein Tag, nachdem ich gestern das erste Video aufgenommen habe mit der Frage, wie sie hier eben mal zeigen will, auf meinem Kanal, mit der Frage, ob ich das Buch Die Jesuiten, vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit bis heute von Griesinger von 1866 lesen soll oder nicht. Die Antworten, der Rücklauf war bis jetzt so reichlich, dass ich also ganz sicher davon ausgehe, dass ich das Buch lesen werde. Deswegen bin ich heute einen Tag später hier heute Abend hingekommen und werde das jetzt gleich machen, den zweiten Teil lesen. Ihr seht, im Augenblick ist es nach 10 Stunden hochzuladen, das Video 259 Mal angeschaut gewesen. Und ich glaube, das hat 10 Daumen hoch oder mehr Daumen hoch bekommen für die Lesung. Also von daher gehe ich davon aus, dass ich das dann halt lesen werde. Da werde ich da jetzt mit anfangen. Ich möchte mich zuerst bedanken bei denjenigen, die sich die Mühe gemacht haben, rauszusuchen, ob es den zweiten Band vielleicht gibt, den ich so einfach nicht gefunden habe. Und siehe da, ich habe gestern selbst ein paar Links gefunden und mir wurden auch Links zugeschickt. Und ich habe einen gefunden, der sich zwar nicht als PDF offenbart hat, aber wo man auf ein PDF kommt. Und da gibt es hier, das seht ihr jetzt eingeblendet, die Jesuiten, vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt, dem deutschen Volke erzählt von Theodor Griesinger, zweiter Band. Also ich habe auch den zweiten Band hier und wir wollen mal sehen, wie jetzt der erste ist, weil ich kenne ihn ja nicht. Ich ging nur davon aus, dass der Griesinger ein ordentliches Buch geschrieben hat, weil das Gedicht am Anfang, das ich ja auch gestern vorgelesen habe, wo ich ja das extra Video Teufelskind eine ganze Zeit her schon von der ganzen Zeit gemacht habe. Da fängt ja das, das habe ich dann eingearbeitet in die erste Lesung, die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Peres. Also es ist ein einzelnes Video auf meinem Kanal und es ist eingearbeitet in das allererste Video, die verborgene Geschichte der Jesuiten, könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Als ich dieses Gedicht damals gelesen habe, habe ich gesagt, von das Buch muss ich lesen. Das muss ja unglaublich gut sein. Und ja, das machen wir dann jetzt halt zusammen. Also ich habe mich heute hier eingefunden, um zu sagen, wir lesen jetzt das Buch, wie wir drüber gesprochen hatten, von Theodor Griesinger. Und wir sind gestern geendet auf Seite 27 im PDF, wo es darum ging, dass Ignatius von Loyola jetzt ein plötzliches Ungefähr widerfährt, also ein Unglück widerfährt, das all diesen glänzenden Aussichten mit einem Male ein Ende machte. Über welche Aussichten das geht, könnt ihr gerne die erste Lesung nochmal anschauen. Und dann werdet ihr das ja sehen. Und wie gesagt, ich werde dieses Video hauptsächlich jetzt auf meinem zweiten Kanal hochladen. Und da könnt ihr euch dann ja auf den Kanal auch bitte abonnieren, wenn ihr das hier seht. Also fahren wir fort und werden uns weiter interessieren für die Geschichte von Ignatius von Loyola. Im Jahr 1521, also das ist ein interessantes Jahr, nicht? Das ist das Jahr, wo Martin Luther damals vor dem vor der Diät, oder wie nennt man das, im Englischen heißt das Diet of Worms, im Deutschen, also vor dem in Worms erscheinen musste und seine Schriften zurücknehmen musste. Das war 1521 auch. Und in dem Jahr belagerten die Franzosen, angeführt von Andreas von Foire, Herren von Esparre, die Stadt Pampeluna. Und am 20. Mai 1521 kam es, nachdem Bresche geschossen, nachdem Bresche geschossen war, zum Sturme. Ah ja, nachdem eine Bresche geschossen war, kam es zum Sturm, ja, okay. Die Verteidigung der Zitadelle war aber einem Manne, nämlich gerade dem Don Inigo von Loyola, anvertraut, der entschlossen war, sich eher unter den Ruinen zu begraben, als seinen Heldenruhm durch eine feige Übergabe zu beflecken. Und so konnten die Franzosen keinen Fuß breit Boden gewinnen, ohne ihn mit einem Strom von Blut zu bezahlen. Da ward der tapfere Loyola mitten im hitzigsten Gefecht durch ein losgerissenes Mauerstück am linken Fuße verwundet, während im selben Momente eine Kanonenkugel sein rechtes Bein zerschmetterte.
Und nun hatte auf einmal aller Widerstand ein Ende, denn die Spanier verloren, als sie ihren Anführer fallen sahen, den Mut und ergaben sich auf Gnade und Ungnade. Der französische Befehlshaber erwies sich sehr artig und ließ den verwundeten Don Inigo durch seine eigenen Wundärzte verpflegen. Ja, nicht genug an dem, er entließ ihn sogar nach 14 Tagen ohne Lösegeld aus der Kriegsgefangenschaft und gestattete ihm, sich zur Vollendung seiner Kur nach dem väterlichen Stammschloss transportieren zu lassen. Letzteres geschah sofort, allein so sorgfältig man auch zu Werke ging, man trug den Verwundeten in einer Sänfte. So hatte die Reise doch einen fast mehr als schlimmen Erfolg. Wie es scheint nämlich, verschob sich der Verband, und die schnellstens herbeigerufenen Ärzte erklärten, dass man den Knochen von neuem brechen, respektive die große, bereits halb verharschte Wunde, von neuem aufreißen müsse, wenn Loyola richtig geheilt werden wolle. Es war dies eine grässlich schmerzhafte Operation, in dem eine Menge von Knochensplittern herausgenommen werden mussten. Allein der mutvolle Loyola gab deswegen doch sogleich seine Einwilligung dazu und hielt dieselbe auch wie ein Held aus. Nicht ein einziger Schrei entfuhr ihm, während die Doktoren ihn aufs Grässlichste marterten, und als seine Schwestern vor Mitleid in Tränen ausbrachen, zwang er sich sogar zu einem freundlichen Lächeln. Der Blutverlust und das Wundfieber brachten ihn aber doch so weit herunter, dass man für gut fand, ihn mit dem Sterbsakramenten zu versehen. Und zuletzt erklärten ihn selbst die Ärzte für unrettbar verloren. Trotzdem kam es nicht so weit, sondern seine gute Natur siegte über die Schwäche und er fing an zu gesunden, obwohl freilich nur sehr langsam und im Verlauf verschiedener Monate. Gehen wir mal eben in die Fußnote, die er uns hier gibt. Und in der Zwischenzeit werde ich euch mal ein Bild von Loyola hier mit reinstellen, dass wir mal ein anderes Bild sehen als das, was wir jetzt hier gerade haben. Können wir ja zum Beispiel mal... wo findet man ein schönes Bild von einem schlechten Mann? Ich habe so viele Bilder von Loyola. Nehmen wir halt das hier mit seinem Buch. Ad Majorem Dei Gloriam, das ist das Motto der Jesuiten, zur größeren Ehre Gottes. Und dann nehmen wir das Bild hier halt mit rein. In der Fußnote lesen wir also, seine Geschichtsschreiber leiten diese Wiedergenesung von einem Wunderwerk des Apostels Petrus her, in dem letzterem ungeheuer viel daran gelegen sein musste, den Ignaz von Loyola wenigstens so lange am Leben zu erhalten, bis er den Jesuitenorden gestiftet hatte. Soweit die Fußnote. Allein wehe, wie er nun endlich das Bett verlassen und wieder im Zimmer auf und ab gehen durfte, da zeigte es sich, dass sein Bein um einen Zoll zu kurz geworden war, und außerdem und überdem ragte unter dem Knie ein hässlicher Knochen hervor, der es ihm unmöglich machte, hohe, eng anliegende Stiefel, wie sie damals Mode waren, zu tragen. Das war ein Unglück, welches seine Eitelkeit nicht verschmerzen konnte, und somit entschloss er sich vor allem, den verwünschten Knochen wegsägen zu lassen. Die Ärzte erklärten dies für ein großes Wagnis und zudem für eine unendlich schmerzhafte Operation. Allein er bestand darauf, und der Knochen ward abgesägt. Kaum hatte er dies überstanden, so ging er daran, sein zu kurz gewordenes Bein zu strecken, und ließ sich zu diesem Behufe eine eiserne Maschine fertigen, in welche sofort das Bein eingeschnallt wurde. Nun drehte man, bis die Muskeln sich länger und länger dehnten, und trotzdem dies ein Schmerz war zum Wahnsinnigwerden, so ertrug noch Loyola zum besten Beweis der grandiosen Energie, die er besaß, alles standhaft. Allein leider blieb das gehoffte Resultat weit hinter den Erwartungen zurück, und Ignaz durfte sich's nicht länger verhehlen, dass er für sein ganzes Leben ein Hinkender sein werde. Überdem
sagte ihm der Spiegel nur zu deutlich, dass seine Züge infolge des langen Krankenlagers und der tollen Schmerzen alt und verzerrt, sowie dass sein Haar dünn geworden und auf seiner Stirne Runzeln entstanden seien. Es war zum Verzweifeln. Ja, wenn man eitel ist und dann halt nicht mehr gut aussieht, ist das zum Verzweifeln. So wie die ganzen Models, die sich wahrscheinlich auch die Frage stellen, wie lange sie mit ihrem Aussehen Geld verdienen können. Und dann sieht man solche Leute wie, ich habe letztens, wie hieß sie da wieder? Ich glaube Dunja Reiter oder so. Im Fernsehen kurz gesehen, die hat sich auch mit Botox kaputt gespritzt. Also, naja, ganz so hässlich wird Loyola wohl nicht gewesen sein, aber ja, damals hatten sie auch noch keine Botox-Spritzen. Ne? Aber es war jedenfalls zum Verzweifeln und seine Eitelkeit hat wohl einen starken Schlag erlitten. Er, Loyola, der bisherige Liebling der Damen, der durch seine Liebenswürdigkeit alle seine Nebenbuhler ausgestochen und wo er hinkam, Neid und Verwunderung zugleich erweckt hatte. Er sollte von nun an hintanstehen, vielleicht gar ein Gegenstand des Mitleids und des Achselzuckens werden? Nein, diese Qual hätte er nicht ausgehalten, und somit musste auf die ein oder andere Weise ein Ausweg getroffen werden. Schon während des langen Krankenlagers hatte er sich und der tödlichen Langeweile zu entgegen auf Lektüre geworfen, und zwar, da sich zufälligerweise weder der Umabis noch ein anderer Ritterroman auf dem Schlosse vorfand, notgedrungen auf eine Lektüre ganz absonderlicher Art, nämlich auf verschiedene Legendenbücher und insbesondere auf die Flores Sanctorum, das ist die Blumen des Heiligen. Dieses Buch aber strotzte von den außerordentlichen Abenteuern, welche die Heiligen zu bestehen hatten, ehe sie wirkliche Heilige wurden, und man kann sich nun denken, welchen Einbruch derlei blütenreiche Bilder auf einen so reizbaren, fantasiereichen und exzentrischen Menschen, wie Loyola es war, machen mussten. Mit unwiderstehlicher Macht prägte sich's in ihm fest. Das hat der heilige Franziskus getan, und gerade so will ich es auch machen. Also handelte der heilige Dominikus, und also will ich auch handeln. Ja, er vertiefte sich zu Zeiten ganz in die Bedrängnisse, Büßungen, Leiden, Todesqualen und sonstige Heldenstücklein der Heiligen, und dann kamen ihm die Erlebnisse des Florisando von Gallien oder Liguarde von Griechenland mit jenen verglichen ganz gering und kleinlich vor. Freilich bleibend waren tiefe Eindrücke im Anfang nicht, sondern nur vorübergehend, und das Bild der schönen Donna Isabella Rosella, für welche er damals die feurigste Liebe fühlte, verdrängte sie immer wieder. Aber wie nun, als er sich überzeugte, dass es mit seiner Schönheit vorbei, dass er ein hinkender Krüppel geworden sei? Jetzt verschwand die Donna Isabella Rosella, und an ihrer Stadt erschien in den erhitzten Fantasiegemälden, die er sich entwarf, eine in viel unaussprechlicherer Schönheit strahlende Jungfrau, nämlich die Gotteskönigin selbst, welcher er sich sofort aus vollem Herzen zu eigen gab. Ja, die Gotteskönigin, wir sprechen hier über die Himmelskönigin, wir sprechen hier über Maria, die in der römisch-katholischen Kirche immer nur die Jungfrau Maria ist. Ja, ja, es war beschlossen. Sie, die Himmelskönigin, wollte er von nun an zur Königin seines Herzens machen, und um ihre Huld wollte er werben, und wenn sie ihn begünstigte, so musste er ganz gewiss ein so vortrefflicher Heiliger werden als ein Januaris oder Eustachius. Welche Seligkeit aber dann, wenn er wie sie, blinde sehend, stumme redend, Taube hörend und Kranke aller Art gesund machen konnte. Wenn er die Kraft bekam, wie ein Vogel durch die Luft zu fliegen, trockenen Fußes durch die tiefe Meere zu gehen und unbeschädigt durch die lodernden Flammen zu marschieren.
wenn er gleichsam spielend Tote erweckte, Teufel austrieb, die Hölle besiegte und lebendig den Himmel erwarb. Diese Fantasien geben doch nur wieder, dass Ignatius von Loyola meinte, durch, und das werden wir dann später halt lernen, durch mit Dämonen zu arbeiten, gottgleich werden zu können. Auf diese Art, fährt der Autor vor, ging nach und nach eine totale Sinnesänderung mit Don Inigo von Loyola vor sich, und der frühere galante Kavalier verwandelte sich, um die Huld Marias zu gewinnen, in einen strengen Nachahmer eines Antonius oder Bachomius. Kleidete sich sofort, nur noch grobes, schmutziges, er kleidete sich sofort, wie seine Biografen berichten, nur noch in grobes, schmutziges Zeug, und über sein abgemagertes und ungewaschenes Gesicht fielen die sonst von rötlichen Salben duftenden Haare, die von köstlichen Salben duftenden Haare ungekämmt herab. Ja, Entschuldigung für das Lesen. Ich habe das Buch auch vorher noch nicht gelesen, und die Schrift ist halt nicht immer so, dass ich das sehe, und manchmal ergibt sich ein Wort erst, was es heißt, wenn man den Satz zu Ende gelesen hat, und das ist für mich auch nicht ganz so einfach. Also ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Also, nochmal. Er kleidete sich sofort, wie seine Biografen berichten, nur noch in grobes, schmutziges Zeug, und über sein abgemagertes und ungewaschenes Gesicht fielen die sonst von köstlichen Salben duftenden Haare ungekämmt herab. Auch befleißigte er sich der größten Enthaltsamkeit und fastete oft so lange, dass er vor Kraftlosigkeit ohnmächtig wurde. Während tiefer Ohnmachten aber hatte er, seiner eigenen Aussage nach, nicht bloß vielfache Erscheinungen von Heiligen und besonders auch von der Jungfrau Maria, sondern er sah sich sogar einmal geradezu in den Himmel versetzt, wo ihn Gott Vater allerhöchst eigenhändig hart neben seinen Sohn Jesum Christum platzierte. Man sieht, dass der früher so wackere Kriegsheld auf dem besten Wege war, ein kompletter Narr zu werden. Und selbst seinem Bruder Don Martin Garcias, dem damaligen Senior und Oberhaupt der Familie, muss sich so vorgekommen sein, denn er bedeutete ihm sehr ernsthaft, sofort das verrückte Zeug aufzugeben und wieder zu werden wie andere Menschen. Der Entschluss, ein Heiliger zu werden, stand jedoch bei Ignatius bereits allzu fest, als dass er Vernunftgründen hätte Gehör schenken können, und somit beschloss er, Schloss Loyola unter irgendeinem Vorwande zu verlassen, um sich in dem durch sein wundertätiges Marienbild weltberühmten Kloster und Wallfahrtsort Montserrat in Katalonien dem Dienste der Mutter förmlich und fürs Leben zu weihen. Der Vorwand war halb gefunden, das heißt, er gab vor, zu den damals in Navarrete verweilenden Herzog von Rajera reiten zu wollen, entließ aber da selbst angekommen seine Dienerschaft und machte sich eiligst nach Montserrat auf den Weg. Dort, im März 1522 angekommen, vertauschte er vor allem seine reiche ritterliche Kleidung, bis er auf Befehl seines Bruders, die er auf Befehl seines Bruders wieder hatte anlegen müssen, gegen ein bettelhaftes Pilgergewand. Es bestand aus einem langen Rock von grobem Segeltuch, einem Strick um den Leib, woran ein ausgehöhlter Kürbis statt seiner Tasche hing, einem langen Stabe und ein paar Sandalen. Geißelte dann, um sich für die bisherige Weltlust gehörig zu strafen, seinen Leib bis aufs Blut, legte sofort dem wegen seiner exemplarischen Frömmigkeit hochgefeierten Einsiedler Clanon eine 3 Tage andauernde Generalbeichte ab und hielt schließlich nach dem Beispiel des Umades
und anderer Romanhelden vor der Kapelle der Himmelskönigin, deren gnadenreichem Bildnis er Schwert und Dolch weihte, eine feierliche Nachtwache, zum Zeichen, dass er sich ihr nunmehr als geistigen Ritter gänzlich zu eigen gegeben habe. Aber eben ein anderes Bild nehmen hier, das finde ich immer sehr hübsch von der Lesung. Auch nannte er sich von jetzt an nur noch den Ritter der Jungfrau. Hie und da auch zur Abwechslung den Streiter Jesu und fasste von Manon dazu aufgefordert, den Entschluss, seinem Streben nach dem Heiligtum durch eine Wallfahrt nach Jerusalem die Krone aufzusetzen. Doch wollte er sich hiezu vorher noch würdig vorbereiten, und zwar durch Bußwerke von solch außerordentlicher Art, dass alle Welt zugeben sollte, es sei noch niemals die Selbstpein von einem Menschen weitergetrieben worden. Wir schauen, ja, das läuft alles schön. Zum Schauplatz dieser Buße wählte er sich die auf dem Wege nach dem Seehafen Barcelona, von wo er sich später nach Jerusalem einschiffen wollte, gelegene kleine Stadt Manresa und begab sich sofort nach dem dortigen Hospitale zum heiligen Lukas, um von nun an mitten unter Bettlern und Kranken zu leben. Auch schlief er in keinem Bett und nicht einmal auf Stroh, sondern auf dem bloßen, nackten Erdboden und nährte sich die ganze Woche hindurch von nichts als Wasser und Brot, welch letzteres er auf der Straße erbettelte. Dazuhin gürtete er sich eine eiserne Kette um den Leib, mit der er sich täglich dreimal öffentlich peitschte und bediente sich nie mehr eines Kamms oder Schermessers, so dass sein Aussehen bald ein wahrhaft grauenhaftes wurde. Da muss ich doch mal kurz eben einen kleinen Kommentar geben. Er gürtete sich eine eiserne Kette um den Leib, mit der er sich täglich dreimal öffentlich peitschte. Da kann ich ja mir gar nicht weiter helfen und muss euch mal eben ein Bild zeigen von Opus Dei. Habt ihr da schon mal von gehört? Opus Dei ist eine Geheimorganisation, also eine Geheimgesellschaft innerhalb der Organisation oder Gesellschaft der Jesuiten, die vor allen Dingen dafür bekannt steht, dass sie sich selbst geißelt. Und es gibt hier einige Apparate, wie zum Beispiel hier abgebildet, ja, hier mit der Peitsche, mit denen die Leute sich selbst geißeln. Hier zum Beispiel eine Metallkette, ja, genau wie Loyola. Und die Leute von Opus Dei müssen diese Metallkette, ich habe da auch früher schon mal in einem Video drüber gesprochen, ich glaube, das war von Babylon nach Rom. Alexander Hislop, der hat das ja auch erzählt. Die müssen sich um ihre Oberschenkel diese Kette machen, weil um die Oberschenkel, da tragen sie ja Kleidung drüber, das sieht man ja nicht, und müssen sich so geißeln, den ganzen Tag. Und es gibt also mindestens zwei, vielleicht sind es in der Zwischenzeit noch mehr, aber mindestens zwei der obersten Richter des amerikanischen obersten Gerichtshofs, des United States Supreme Court, sind Mitglieder von Opus Dei. Ja? Und das hat ja nun also wirklich mit Göttlichkeit oder mit Gehorsam gegenüber dem Schöpfergott nicht viel zu tun, sich selbst zu geißeln. Im Gegenteil, wir sollen unseren Körper achten und in gutem Zustand erhalten. Und das tut man ja nun nicht, wenn man sich selbst solche blutigen Spuren zufügt. Ne? Und da also Opus Dei eine Geheimorganisation innerhalb der Jesuiten ist, fällt mir das eben auf, oder fällt mir das dazu ein, dass ich hier eben mal kurz den Kommentar machen möchte, um euch das ein wenig mehr zu erklären. Eben deswegen, fährt der Autor fort, sprangen ihm auch die Gassenjungen, so wie sie seiner ansichtig wurden, mit großem Geschrei nach und bewarfen ihn mit faulen Eiern oder Kot. Er aber trug alles ohne Murren und freute sich sogar noch darüber, weil es ihm ein Beweis war, dass sein Leib nunmehr unrein genug sei, um ein der Zertrümmerung würdiges Gefäß der Sünde darzustellen.
Man wird fast ermuntert zu glauben an den Glöckner von Notre-Dame, wenn man sich so vorstellt, wie der ausgesehen haben muss, ne? So trieb er's mehrere Monate lang. Da entdeckte ein Zufall seine vornehme Geburt, und nun drängten sich nicht mehr bloß die Gassenjungen, sondern auch die Erwachsenen, welche ihn bisher unbeachtet gelassen hatten, weil sie ihn für einen bettelhaften und halb verrückten Vagabunden hielten, herzu, um den Mann zu sehen, der, statt seinen Platz unter den Glücklichen und Bevorzugten dieser Erde einzunehmen, wie ihm gebührte, also als Adliger, sich freiwillig zum elendesten der Menschen machte. Das war aber gar nicht nach seinem Sinn, sondern diese arge Zudringlichkeit der Manresen, aus einer Stadt Manresa, deswegen die arge Zudringlichkeit der Manresen, welche ihren Spott und Hohn unter der Maske der Teilnahme verbargen. Ja, das Wort verstehe ich jetzt hier nicht. Genierte ihn gar sehr. Genierte. Ah, ja. Entschuldigung. Ja, okay. So ist das, wenn man das manchmal zum ersten Mal liest. Das war aber gar nicht nach seinem Sinn, sondern die arge Zudringlichkeit der Manresen, welche ihren Spott und Hohn unter der Maske der Teilnahme verbargen, genierte ihn gar sehr, und so entfloh er nach einer in der Nähe befindlichen Felsenhöhle, zu der er sich mitten durch Dornen und sonstiges stachliges Gesträuch einen Weg bahnte. Übrigens, ein wenig kürzer ist dasselbe, was hier steht, alles auch beschrieben in dem Buch Herrscher des Bösen, Rulers of Evil. Hier in dieser Höhle nun trieb er's mit den Bußübungen womöglich noch ärger als zuvor, und er nahm oft mehrere Tage lang auch nicht das geringste von Speise oder Trank zu sich. Wenn er aber dann das Fasten brach, um nicht die Sünde des Selbstmords durch Hunger auf sich zu laden, so begnügte er sich mit einigen Wurzeln, die vor seiner Höhle wuchsen, aber auch mit altem verschimmelten Brote, das er sich vom Spitale mitgenommen hatte. Überdem peitschte er sich mit seiner Kette jetzt fast dreimal, statt dreimal sechsmal, betete täglich 7 Stunden lang auf den bloßen Knien liegend und entzog sich, um das Maß der Kasteiung voll zu machen, den Schlaf, solange er nur konnte. Infolgedessen bekam er, wie man sich wohl denken kann, bald das Ansehen eines Marterbildes, und zudem wurde er so schwach, dass er von einer Ohnmacht in die andere fiel. Dennoch aber peinigte ihn unaufhörlich die schrecklichste Gewissensangst, indem er glaubte, immer noch nicht streng genug zu büßen, und seine verwirrt gewordene Einbildungskraft malte ihm deshalb die allertollsten Visionen aus. Da sah er den Teufel mehr als ein Dutzendmal mit Hörnern, Klauen, Klumpfuß und schwarzem Gefichte. Er sah aber auch den Heiland, der umgeben von den Heerscharen der Heiligen und Seligen auszog, den Satan und seine Untergebenen zu bekämpfen. Ein anderes Mal sah er die heilige Dreieinigkeit in der Form von 3 aufs engste miteinander verbunden und an einem Stiel hängenden Klaviertasten, und nicht minder stellte sich seinem geistigen Auge die sich in den wirklichen Gottesmenschen verwandelnde Hostie dar, also das Brot, das während der Eucharistie in der römisch-katholischen Kirche gegeben wird. Kurz, er hatte während dieser Periode seines Lebens die allermerkwürdigsten Erscheinungen, und wer dieselben näher kennenlernen will, der lese das Buch der geistlichen Übungen, ja, der spirituellen, der geistlichen Übung von Ignatius von Loyola, das ein Ausbildungsbuch heute noch für diesen Orden ist. Und da habe ich viel drüber erzählt in dem Buch Cold World Babylon von P.D. Stewart. Das ist leider nur in Englisch, aber da haben wir natürlich, da sind Brett und ich sehr tief auf diese geistlichen Übungen mit eingegangen. Und diese geistlichen Übungen sind im Grunde etwas, was heute jedem Menschen auch verständlich ist, weil diese geistlichen Übungen, die werden gemacht mit Hilfe des, wie die Jesuiten das nennen, Ratio Studiorum, wie zum Beispiel Fernsehen, ja? Unterhaltung. Wenn man das mal eben ins Englische übersetzt, Unterhaltung, dann heißt es Entertainment. Entertainment. Wenn man das Wort dann analysiert,
Dann besteht es aus entertain und ment. Enter reinlassen, tain, um zu besitzen und ment in dem Zustand des Besessenen lassen. Wenn ich fernsehe, dann lade ich den Dämonen ein, um Besitz von mir zu nehmen und um mich in dem Status der Besessenheit zu halten. Ja? Das sind auch geistliche Übungen, ohne dass wir das uns bewusst von sind. Aber die geistlichen Übungen, wie sie von Loyola in seinem Buch beschrieben wurden, werden heute gebraucht in Seminaren, wo Priester und Pastoren ausgebildet werden. Selbst die Siebentags-Adventistische Kirche macht bereits Gebrauch von den spirituellen Übungen des Loyola. Ja, also von wegen, die Siebentags-Adventisten sind eine protestantische Bewegung. Nein, es gibt keine protestantische organisierte Kirche auf dieser Welt mehr. So leid mir das tut. Den Traum muss ich euch hier kaputt machen. Gibt es nicht. Und diese geistigen Übungen, da könnt ihr euch ja mal ein wenig selbst mit befassen. Ich kann ja auch nicht überall ein Buch zu lesen. Aber die Ausbildung der Jesuiten vom Novizen zum Koadjutator und dann zum Scholastiker und schließlich zum Professor oder zum Profest, so wie es im Englischen heißt, ich kenne die deutsche Übersetzung nicht für, das ist voll mit diesen geistigen Übungen, diese spirituellen Übungen. Und diese spirituellen Übungen sind im Grunde nichts anderes, als dass man seinen Geist aufstellt dafür, um Besitz ergreifen zu lassen von einem Dämon, von einem gefallenen Engel. Man verkauft sich an Satan. Das ist kein blödes Gequatsche, das ist tatsächlich so. Diese geistigen Übungen sorgen dafür, dass ein Jesuit während seiner Ausbildung wie ein Kadaver wird. Also Kadavergehorsam, wie ihr euch vielleicht noch erinnert aus der Lesung von Herrscher des Bösen. Ja? Perende ac cadaver, wie es in Latein heißt. Das ist ein Wort, was in ihrem Eid selbst drinsteht. Also das sauge ich mir nicht aus dem Daumen. Das ist tatsächlich so. Das ist ganz offiziell jesuitische Lehre. Und man kann nur perende ac cadaver sein, wenn man sein eigenes Gewissen vollständig kapitulieren lässt. Und dafür dienen auch diese geistigen Übungen, die man auch als schizophrenen Übungen benennen kann, als persönlichkeitsspaltend, wie auch immer. Es gibt so viele Namen, mit denen man das benennen kann, aber ich wollte euch nur mal eben den Punkt machen, dass diese geistlichen Übungen, wo er ja ein ganzes Buch drüber geschrieben hat, und wie der Autor hier sagt, wer darüber mehr wissen will, der lese das Buch Die geistlichen Übungen, in welchen sie mit noch vielen anderen, zwischen Anführungszeichen sage ich mal, wunderbaren, später von ihm aufgezeichnet wurden. Diesen ekstatischen Seelenzustand musste er übrigens gar teuer erkaufen. Denn er kam dem Hungertode so nahe, dass er einmal volle 8 Tage vor Schwäche besinnungslos dalag. Und er wäre damals auch ganz sicher gestorben, wenn ihn nicht zufällig Vorübergehende aufgefunden und alsbald in den Spital der Stadt geschafft hätten. Also in das Spital, in das Krankenhaus der Stadt geschafft hätten. Hier erholte er sich unter der guten Pflege, die man ihm angedeihen ließ, halb wieder. Und zwar nicht bloß körperlich, sondern auch geistig. Verschiedene Unterredungen nämlich, die er mit den Geistlichen, welchem er beichtete, hatte, brachten ihn zur Einsicht, dass er die Heiligwerdung nicht sowohl oder wenigstens nicht einzig und allein durch strenge Bußübungen und Selbstpeinigung erstreben könne, sondern dass die Bekehrung anderer zur Bußfertigkeit, besonders die Belehrung der Heiden, ihn viel schneller und sicherer seinem Ziele entgegenführe. Nun, bevor ich jetzt weiterlese, möchte ich doch mal kurz eine kleine Bemerkung hier abgeben über das, was ich gerade gelesen habe. Verschiedene Unterredungen mit anderen Geistlichen, denen er gebeichtet hat, brachten ihn zur Einsicht, dass Heiligwerdung nicht sowohl oder wenigstens nicht einzig und allein durch strenge Bußübungen und Selbstpeinigung erstreben konnte. Das erinnert mich, zumindest wenn ich mich an den Film erinnere, ich kann ja Luthers Leben selbst nicht, aber wenn ich mich an den Film erinnere, von 2004 auch an Luther. Luther hat sich doch auch ständig gestraft. Er hat sich nicht gegeißelt vielleicht, wie Loyola das getan hat. Er hat sich nicht ausgehungert, wie Loyola das getan hat. Er hat keine geistigen Übungen, also keine spirituellen Übungen gemacht, wie Loyola das gemacht hat. Aber Luther war doch auch sich seiner Erlösung nicht sicher und hat Gott teilweise verflucht und angeschrien
in dem Film dann doch zumindest, um deutlich zu machen, er sucht Gott und er sucht seine Nähe und hat es auch versucht, ja, sich selbst zu geißeln, aber nicht so schlimm, wie Loyola das hier gemacht hat. Und war auch auf der Suche danach. Nur das Problem ist, Loyola macht das auf eine Art und Weise, die absolut nichts mit der Bibel zu tun hat. Und Luther hat das auch auf eine Art und Weise gemacht, die nichts mit der Bibel zu tun hat. Aber Luther hat das gemacht im, sage ich jetzt mal, Schutz des Augustinerordens, also im Schutz des Mönchsordens. Wobei Loyola hier in die freie Wildbahn geht und sich deswegen so austobt. Aber irgendwo sehe ich da ein Gleichnis zwischen diesen beiden, also eine Übereinkunft zwischen diesen beiden, weil Loyola hat das gemacht, weil er heilig werden wollte. Martin Luther hat das gemacht, weil er Erlösungssicherheit haben wollte. Ja? Also die Beweggründe waren ganz anders. Und wie wir weiter dann lesen werden in diesem Buch, Loyola, seine Gebete wurden erhört von seinem Gott. Und Luther, seine Gebete wurden erhört von seinem Gott. Nur sprechen wir da nicht über denselben Gott. Obwohl Luther damals noch in der römisch-katholischen Kirche war, hat Gott, der Vater, ihn erhört. Naja, kann man jetzt auch nicht sagen. Biblisch korrekt ist das nicht, wenn ich sage, er hat ihn erhört. Luther war schon vorbestimmt dazu und der Vater hat ihn halt gezogen zum Sohn. So. Und Loyola, der wurde dann halt erhört von seinen Dämonen, denen er sich verkauft hat. Ja? Aber ich sehe hier also irgendwo schon ein Gleichnis zwischen diesen beiden, weil dieses Streben nach Perfektion im Glauben, das hatten Luther und Loyola gemeinsam. Nur die Motive und die Wege waren äußerst unterschiedlich. Und die bei Luther haben zum Schöpfungsgott der Bibel geführt. Und die von Loyola haben zum Satan geführt. Also fahren wir fort hier. Pönitenz sei wohl von großem Wert, sagte ihm jener Beichtvater. Aber noch wertvoller sei die Predigt, welche zum Herzen bringe, und jeder der Christentum gewonnene Heide könne als eine Staffel der großen Leiter, eine Staffel der großen Leiter, auf der man in den Himmel steige, betrachtet werden. Okay? Ich hoffe, ich habe den Satz hier nicht zu doll abgeschlacht. Ja? Pönitenz sei wohl von großem Wert, aber noch wertvoller sei die Predigt, welche zum Herzen bringe, und jeder dem Christentum gewonnene Heide könne als eine Stufe der großen Leiter, auf der man in den Himmel steige, betrachtet werden. Dies leuchtete dem Ritter der Jungfrau ein, und über dem begriff er, dass man, um das Geschäft der Heidenbelehrung übernehmen zu können, Gesundheit und Kräfte besitzen müsse. Deswegen fastete er auch jetzt von jetzt an nicht mehr so streng, geißelte sich nicht mehr so oft, beschnitt sich die Haare, Bart und Nägel, warf seinen groben Kittel weg und wurde wieder ein manierlicher Mensch, vor dem man vor dem man keinen Abscheu und Ekel mehr zu haben brauchte. Zugleich aber sprach er sich entschieden dahin aus, dass er nun die Wallfahrt nach Jerusalem nicht mehr länger verschieben könne, denn seine Bestimmung sei, alle Türken und Muhammedaner zu belehren. Solche Wandlungen gingen in der Seele des Don Inigo Lopez von Loyola und Ricalde in der Zeit eines kurzen Jahres vor, und man ersieht hieraus, welche ungeheuerlichen Folgen ein fehlerhaft geheiltes Bein nach sich ziehen kann. Und damit kommen wir bereits zum zweiten Kapitel. Eben schauen, wie lange sind wir? Ja, 38 Minuten, dann werde ich das zweite Kapitel noch anfangen hier. Die Kreuz- und Querzüge des neuen Heiligen und die sieben ersten Jesuiten. Auf nach Jerusalem und Palästina zur Türkenbelehrung. Ja, Leute, mit den ganzen Einwanderern in Deutschland, die alle zu uns kommen, die ganzen Türken, die ganzen Muselmänner, die ganzen
islamischen betrogenen Seelen. Vielleicht sollten wir das auch machen. Vielleicht sollten wir auch nach Jerusalem und Palästina gehen und da die Islam, die Islamgläubigen, die Muslime belehren oder bekehren. Ja? Das ist also hier das Schlagwort von Ignatius von Loyola. Auf nach Jerusalem und Palästina zur Türkenbelehrung war jetzt die Losung des belehrten Ignatius, und er machte sich auch in der Tat gleich zu Anfang des Jahres 1523 auf den Weg nach Barcelona, um sich von da zunächst nach Italien einzuschiffen. Geld hatte er keines, aber das kümmerte ihn wenig, denn er war ja schon ans Betteln gewöhnt und brachte auch richtig so viel zusammen, dass er nicht nur bis Barcelona nicht verhungerte, sondern sich auch noch imstande sah, den Überfahrtspreis nach Gaeta im Neapolitanischen zu bezahlen. Dort angekommen, marschierte er sofort, natürlich abermals bettelnd, gen Rom weiter, traf da selbst am Psalmsonntag ein und ließ nun natürlicherweise seine erste Sorge sein, in sämtlichen Stationen und Kirchen, welche Pilgrime zu besuchen pflegen, seine Andacht zu verrichten. Auch hatte er das unaussprechliche Glück, am Karfreitag, den 5. April, mit anderen Wallfahrern den Segen seiner Heiligkeit des Papstes Hadrian des VI. Zu empfangen, und einige Biografen wollen sogar wissen, dass ihn der Papst zum Fußkuss zugelassen habe. Doch lasse ich dieses dahingestellt und bemerke dagegen, dass Inigo auch in Rom sein Leben mit Betteln fristete und die Nächte meist in einem elenden Schuppen zubrachte. Am 12. April, also nach einer Woche, nach 7 Tagen, am 12. April trat er die Weiterreise nach Venedig an, und zwar, wie sich von selbst versteht, abermals bettelnd und zu Fuß. Allein so gewohnt er diese Art zu reisen auch war, so wäre er derselben diesmal doch fast erlegen, denn man hielt ihn seines erbärmlichen Aufsehens halber überall für einen Pestkranken. Damals wütete diese Seuche auf eine wirklich unbarmherzige Weise in Oberitalien. So. Ach so. Ich war zu weit oben mit meiner Maus. Also man hatte ihn für einen Pestkranken gehalten. Und damals wütete diese Seuche auf eine wirklich unbarmherzige Weise in Oberitalien, und man ließ ihn daher in keine Stadt ein. So war er nicht nur genötigt, stets unter offenem Himmel zu schlafen, was sich als sehr nachteilig für seine Gesundheit erwies, sondern er fand auch nur selten Gelegenheit, Almosen zu erbetteln, und musste deshalb oft entsetzlich Hunger leiden. Und da hat er ja schon Übung drin, ne? Endlich gelang es ihm doch, Venedig zu erreichen. Und was noch mehr wert war, er verstand es, sich durch das Tor einzuschmuggeln, ohne von den Wächtern angehalten zu werden. An Nahrung fehlte es ihm nicht mehr, denn es gab allda viel mildtätige Herzen, und das Glück wollte ihm sogar so wohl, dass ihm ein vornehmer Spanier, den er darum ansprach, der Herzog Andrea Gritti, auf einer venezianischen Staatsgaleere eine unentgeltliche Schiffsgelegenheit nach Jaffa in Palästina verschaffte. Auf diesem Schiffe jedoch, auf das er sich am 14. Juli begab, wäre es ihm beinahe schlecht ergangen. Er benutzte nämlich seine viele freie Zeit während der Fahrt dazu, den unflätig redenden Matrosen mit großem Eifer bessere Sitten zu predigen. Und diese darüber erbost, hätten ihn deshalb um ein kleines ins Wasser geworfen. Mein Gott, und der Schiffskapitän nahm sich seiner an. Und so erreichte er am 1. September das vorgesteckte Ziel ganz ungefährdet. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, so wie ich das hier lese, das spielt sich so vor meinem geistigen Auge. Das sind keine spirituellen Übungen. Da spielt sich vor meinem geistigen Auge so ein Film ab. Da frage ich mich, warum gehen die Leute eigentlich in solche bescheuerten Filme ins Kino, die so mit Millionen Dollar produziert werden? Man könnte hier mal einen ganz tollen Film machen über das Leben von Ignatius von Loyola. Und nicht nur das. Ich meine, wirkliche Geschichte. Wenn man diese ganzen Bücher liest,
Wirkliche Geschichte ist so viel besser als diese ganzen gehirnwaschenden Filme, die sie sonst überall im Fernsehen, im Kino und was weiß ich nicht, im Internet überall zeigen. Also ganz ehrlich. Also ich stelle mir das hier richtig lebhaft vor, wie er da hingekommen ist. Und allein Gott und der Schiffskapitän nahmen sich seine an. Und so erreicht er am 1. September das vorgesteckte Ziel. Ganz ungefährdet. Jetzt befand er sich also in Palästina, wohin er sich schon so lange gesehnt hatte. Und nunmehr ging es auf Jerusalem zu, das er mit einer Pilgerkarawane am 4. September wohlbehalten erreichte. Kaum aber hatte er die heiligen Orte da selbst besucht und überall, wo Christus vor 1500 Jahren gewandelt, seine Andacht verrichtet, so beeilte er sich, diejenigen Schritte zu tun, welche ihn seinem Hauptziel, der Belehrung der Türken, näher bringen sollten. Mit anderen Worten, er meldete sich sofort beim Pater Provinzial, ja, er meldete sich sofort beim Pater Provinzial der Franziskaner in Jerusalem und er bat sich von ihm die Erlaubnis, mit seinen Belehrungspredigten beginnen zu dürfen. Der Provinzial ließ sich mit ihm in ein Gespräch ein, fand aber zu seinem großen Erstaunen, dass der Belehrungseiferer nicht bloß von der türkischen Sprache und Religion gar nichts, auch nicht das Geringste wisse, sondern dass derselbe sogar im Christentum selbst, das ist, was man sagt, in Theologicis, in der wissenschaftlichen Kenntnis dessen, das Christus lehrt, ein totaler Laie sei. Und ein solch durch und durch unwissender Mensch, der noch dazu in ganz Bettler- und Vagabundenmäßiges Aussehen hatte, glaubte sich fähig, ein so hochwichtiges Werk wie die Erziehung Andersgläubiger zu Christen doch war, unternehmen zu können. Ein solches Unterfangen musste dem Provinzial wie der barste Unsinn vorkommen, und er sagte dies auch dem Ignaz ins Gesicht. Letzterer meinte nun zwar, Gott könnte vielleicht mit einem Wunder ins Mittel treten und durch einen Machtspruch bewirken, dass die Türken seine spanischen Predigten verständen, allein über diese Ansicht schüttelte der Provinzial noch heftiger als vorhin den Kopf und befahl dem Ignaz, alsbald wieder nach Europa zurückzukehren. Also das ist ja hier... Man muss sich das mal vorstellen. Der hat vom Christentum keine Ahnung, wovon ich immer sagen muss, was hier im Buch natürlich mit Christentum steht, ist natürlich Katholizismus, okay? Er hat keine Ahnung vom Islam. Er weiß nicht, woran die Leute glauben und wie sie leben. Und er hat keine Ahnung vom Katholizismus und will die dann bekehren. Und der Provinzial, der schüttelt nur seinen Kopf und sagt, was für einen Idioten haben die hier reingelassen? Er schüttelt noch heftiger den Kopf als vorher und befahl dem Ignaz, alsbald wieder nach Europa zurückzukehren. Geh zurück, wo du herkommst, Junge. Kein Mensch braucht dich hier. Ja, als dieser sie nicht gleich fügen wollte, glaube ich auch mal, dass er dich nicht gleich fügen wollte, nannte er ihn ein Bettlermillionär und ließ ihn Kraft seiner vom Papst erhaltenen Vollmacht alle Pilgrimme, die nicht anstünden, auszuweisen auf ein kleines und nach Venedig bestimmtes Schiff bringen, auf welchem derselbe nach seiner Fahrt von einigen Monaten Ende Januar 1524 gründlich an Ort und Stelle anlangt. Also mit anderen Worten, der Provinzial hat die Schnauze voll, sagt, ich habe die Macht vom Papst, jeden Pilger, der mir nicht ansteht, auszuweisen. Ich schicke den auf ein Schiff, das geht nach Venedig und Ende Januar 1524 kam er da wieder an. Also Entschuldigung für meinen Lachanfall, wie gesagt, ich habe das Buch auch noch nicht gelesen. Das finde ich wirklich, das ist so eine Bildsprache, wie der Griesinger das hier schreibt. Da merkt man natürlich, dass der Griesinger vorher Belletristik geschrieben hat, ne? Also Unterhaltungsromane und so, ne? Der hat eine Erfahrung da drin, wie man solche Sachen schreiben muss. Ich finde diese Sätze also schon sehr, sehr gut geschrieben, ne? Naja, und je flüssiger ich das lese, desto leichter mir auch die Worte fallen, hier zu entziffern in diesem PDF, was ich immer noch als schwierig empfinde. Na gut, wie weit sind wir denn schon? So endigte die Pilgrimfahrt nach Palästina auf eine fast lächerliche Weise. Einen kleinen Schluck trinken eben, Entschuldigung.
Allein sie hatte doch das Gute, dass Ignaz nunmehr zur Einsicht seiner Unwissenheit gelangte und sich zugleich überzeugte, wie er unmöglich je als Prediger und Bekehrer wirken könne, wenn er nicht vorher die Wissenschaft vom Christentum, das ist die heilige Theologia, studiert habe. Aber wie dies möglich machen? Er zählte damals bereits seine 33 Jahre und hatte noch nicht einmal die geringste Grundlage des Lateinischen. Außerdem bestand sein ganzer Reichtum aus dem Gewande, das er auf dem Leibe trug, elenden Beinkleidern von Segeltuch, die kaum bis an die Knie reichten, einer schwarzen, zerrissenen Weste und einem langen Zwilchrocke, das kann ich nicht gelesen hier, Zwilchrocke voller Löcher. Doch setzte er sich über dies alles hinweg und beschloss sofort, nach Barcelona zurückzukehren, um dort seine Studien zu beginnen. Gott und die heilige Maria, deren Ritter ich bin, dachte er, wird mir schon weiterhelfen, und ich hoffe, mit Leichtigkeit so viel zusammenzubetteln, dass ich meine Studien vollenden kann. In der Tat machte er sich auch sofort von Venedig nach Genua auf den Weg, musste aber wegen des Krieges, der damals zwischen Franz dem I. von Frankreich und Kaiser Karl dem V. von Deutschland und Spanien geführt wurde, manche Fährlichkeit erdulden, ehe er dahin kam. Unter anderem wurde er von den Spaniern aufgefangen und als der Spioniererei verdächtigt, mit dem Staubbesen traktiert. Okay. Unter anderem wurde er von den Spaniern aufgefangen und als der Spioniererei verdächtigt und mit dem Staubbesen traktiert. Also was ein Staubbesen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde er damit traktiert. Und ja, natürlich, er ist ein Spanier, der aus Italien kommt. Und wenn die im Krieg sind, dann glauben natürlich die Spanier, dass er ein Spion ist. Und schön, dass wir hier mal die Geschichte lernen von Franz I. in Frankreich und Kaiser Karl dem V., dem großen Widersacher von Martin Luther in der Zeit, dass die auch mal hier ins Gespräch mit reinkommen. Wie er jedoch Genua erreicht hatte, wurde ihm das Glück zuteil, von dem Befehlshaber der spanischen Galeeren, Rodriguez Fortundo, einem früheren Bekannten, mit einem Freiplatz auf Portundo heißt er dann wohl, Dortmund, auf einem Freiplatz auf einem Schiffe bedacht zu werden, und mit dieser Gelegenheit langte er ohne weitere Abenteuer wohlbehalten in Barcelona an. Nun begann eine neue Periode im Leben Don Inigos, nämlich die Periode des Studierens, denn seinem Vorsatz treu suchte derselbe sogleich den Lehrer der Grammatik, Hieronymus Arabale, auf und meldete sich bei ihm als Schüler an. Der Professor betrachtete sich den Knaben von 33 Jahren mit etwas sonderbaren Augen, nahm ihn aber doch gratis auf, und von nun an saß Ignatius 2 Jahre lang perpetuierlich, also ständig, in der lateinischen Schule. Perpetuierlich kommt von perpetuum mobile, also ständig. Allein wie unendlich schwer es in seinem Alter mit dem Deklinieren und Konjugieren ging, also weiß nicht, ob Deklinieren wahrscheinlich, ne? Also das sind grammatische Ausdrücke hier, mit dem Deklinieren und Konjugieren ging, welch sonderbare Gedanken ihm oft kamen, wenn er Amo Amas Amat Herr sagte, wie sehr er von seinem 25 Jahre jüngeren Mitschülern ausgespottet wurde und wie hart er nebenbei bei seiner großen Armut mit des Lebens Notdürft zu kämpfen hatte, kann man sich denken. Oft und viel war er daher im Begriff, davonzulaufen, und es wäre auch sicherlich geschehen, wenn ihn 2 Freundinnen, die er sich in dieser Zeit gewann, die Jungfrau Isabella Roselli und die Dame Agnes Pasquali, nicht in seinen Bestrebungen auf alle Weise, besonders auch mit Geld und guten Ratschlägen, aufs Außerordentlichste unterstützt haben würden. Also er hatte 2 Damen gefunden, die ihn unterstützten, finanziell und mit Ratschlägen.
Somit hielt er wirklich aus. Und um ja nicht mehr rückfällig zu werden, hat er seinen Lehrer, ihm noch ganz gewiss die Route ebenso gut zu geben, bat er seinen Lehrer, Entschuldigung. Also somit hielt er wirklich aus. Und um ja nicht mehr rückfällig zu werden, bat er seinen Lehrer, ihm doch ganz gewiss die Route ebenso zu geben als den anderen Schulbuben. Kurz, er studierte das Lateinische mit einem in der Tat staunenswerten Eifer, vergaß aber dabei auch nicht, sich in dem zu üben, was er sich seinem Lebenszweck gesetzt hatte, nämlich im Belehren derer, die der Belehrung bedürftig waren. Auch erzielte er hie und da gute Erfolge, denn er besaß eine äußerst hinreißende Beredsamkeit und genierte sich nicht, dieselbe auf öffentlichen Plätzen oder gar in Kneipen geltend zu machen. Einmal jedoch, als er es versuchte, die Nonnen eines gewissen Klosters, wo es sehr unzüchtig zuging, in fromme Gottesfrauen umzuschaffen, erhielt er von deren Liebhabern eine solch furchtbare Tracht Prügel. Entschuldigung. Erhielt er von deren Liebhabern eine solch furchtbare Tracht Prügel, dass er für tot auf dem Platze liegen blieb und nur erst nach einer Kur von verschiedenen Wochen wieder gesundete. Trotzdem setzte er das Predigen sogleich nach seiner Genesung wieder fort, indem er die feste Überzeugung hegte, dass jene Misshandlung nur eine Prüfung gewesen sei, welche ihm Gott auferlegt habe. Also solche Prüfungen legt Gott, der Gott der Bibel, nicht auf. Mal eben gucken. Es geht noch eine ganze Ecke weiter. Gut. Dann lesen wir hier mal noch eben weiter, aber nicht mehr allzu lange, weil wir sind schon fast bei einer Stunde jetzt, ne? 55 Minuten. Boah, 55 Minuten, dann machen wir hier mal Schluss auf Seite 38. Haben wir ja gut 21 Seiten jetzt gelesen, glaube ich. Ne. 11 von Seite 27 an. Das ist ja auch schon mal ganz ordentlich. Also, ich muss mich dafür entschuldigen, wenn das hier ein bisschen mit mal durchgeht, aber ich lese das halt zum ersten Mal und wenn das dann so zwischen Anführungszeichen lustig rüberkommt, ist ja gut. Das ist halt eine lebendige Buchlesung, bei der man ein bisschen was erlebt und bei der man dann auch noch mal ein bisschen Spaß haben kann auf die Art und Weise, wie das hier geschrieben ist. Ich meine, das ist ein ernstes Buch und ich will da auch überhaupt nicht irgendwas von wegnehmen an der Ernstigkeit der ganzen Sache. Aber lachen muss man ja auch irgendwann mal und so wie der Griesinger das hier schreibt, fand ich das schon ein ganz interessantes ganz interessant so zu lesen. Und die Art und Weise, wie Loyola sich also selbst kasteit hat, was man halt wiedererkennt in Opus Dei, in der Geheimorganisation der Jesuiten, die aus den Jesuiten herauskommt, da kann man ja sehen, wo das im Grunde seinen Ursprung hier schon hat mit Ignatius von Loyola, der das selbst getan hat. Seine Pilgerreise nach Jerusalem, ja, hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber will den Leuten erzählen, wie man Dudelsack bläst, ne? Also ich meine, so geht das ja nun auch nicht. Und das ging damals nicht so und das geht heute auch nicht so. Und das geht heute nicht so und das ging damals auch nicht so. Wie auch immer man das drehen will. Aber dass der Ignatius von Loyola einen Eifer hatte, das zu tun, das kann man ihm gar nicht absprechen. Das ist, ich möchte das vielleicht ein bisschen damit vergleichen, wie ich getrieben werde, hier so meine Lesungen zu machen und viele andere dazu getrieben werden, ihre guten Werke zu machen. Nur die Werke, die ich mache mit dieser Lesung hier und die andere, viele andere im Namen Jesu Christi tun, das sind wirklich gute Werke, die uns auferlegt werden oder zu denen wir befähigt werden durch den Heiligen Geist, weil wir rechtschaffen gemacht sind. Und diese Werke sind nur ein Zeichen unserer Rechtschaffenheit, die wir durch Jesus Christus bekommen haben. Bei Ignatius von Loyola kann man auch hier schon im Ansatz verstehen, geht es darum, dass er durch diese Werke eben seine Erlösung haben will. Und das ist die römisch-katholische Lehre. Und das ist der große Unterschied. Und das ist vielleicht eine Lektion, die wir aus der Lesung heute beibehalten sollten. Dass man sich erniedrigen soll und dass man sich vor allen Dingen nicht so eitel und alles fühlen soll, wie Ignatius das auch getan hat. Hochmut kommt vor dem Fall, sagen sie. Und hochmütig war der Spanier ganz sicher sein Leben lang. Auch wenn er sich dann so erniedrigt hat. Aber er hat sich ja im Grunde nur erniedrigt, um danach eine hohe Position haben zu wollen. Und diese Beweggründe sind falsch. Er hat es getan aus
Eitelkeit und Selbstbefriedigung und Selbstachtung und nicht um sich im Angesicht Gottes zu erniedrigen und sich als Sünder zu bekennen, dann wäre ein anderer Geist in ihn eingefahren. Aber so sollte es nicht sein. Und wie es mit Loyola weitergeht, das werden wir dann in der nächsten, in der dritten Lesung lernen. Ich danke fürs Zuhören, Zuschauen, Kommentieren und bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, wünsche euch noch einen schönen Tag. Möge Gott euch behüten und beschützen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Psalm 14, verse 1.